Yeah, that's it. Meine EP, 5 Songs. Ich bin echt stolz, dass die Songs endlich raus sind. Für immer jung, haben wir gesagt, doch heute weiß ich, dass... Leute, heute ist der Tag, an dem meine erste eigene EP erscheint. Und ich sitze hier im Auto, nicht weil ich so gerne Auto fahre, sondern weil das hier der einzige Ort ist, an dem noch ein CD-Player ist. Und ich lege jetzt hier mal die Platte ein. Live Fast Die Punk ist der erste Song auf der EP und ich finde, kein anderer Song auf der Platte steht so für den Spirit, den dieses Solo-Projekt atmet. Wir haben es im Studio so krass geschafft, da Klavier, Cello und Gesang zu so einer Wand zu vereinen, dass ich halt wirklich finde, ey, so muss Punk am Klavier klingen. Für immer jung haben wir gesagt, doch heute weiß ich, das war Quark. Für immer Punk haben wir geschworen, doch auf dem Weg habt ihr mich verloren. 9 to 5. Wo bleibt die ganze Zeit? Wo bleibt die ganze Zeit? 9 to 5. Wo bleibt die ganze Zeit? Ich würde mal sagen, es ist der ernsteste Song auf meiner EP, aber es ist mir auch wichtig, was Ernstes zu machen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu hinterfragen, was mache ich mit der Zeit in meinem Leben? Womit verbringe ich die eigentlich? Und wenn ich am Ende auf mein Leben zurückschaue, werde ich dann denken, habe ich genug gearbeitet in meinem Leben? Nein. 9 to 5. In dem Song habe ich ein Bohrmaschinen-Solo gespielt. Das allererste Bohrmaschinen-Solo meiner Karriere im Studio aufgenommen. Richtig geil. Und auf der Tour werden wir das Bohrmaschinen-Solo auch live machen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin Punk, ich bin Senior Punk. Ich schieße Dosen, setze Herzen in Brand. Senior Punk hat ein sehr schönes Posaunen-Solo, das der Jan für mich eingespielt hat im Studio. Und natürlich auch die tollen Celli-Lines von dem Micha. Den Song habe ich so 2017 geschrieben, als ich noch bei Terrorgruppe gespielt habe. Wir haben damals den Instagram-Kanal von Kein Bock auf Nazis übernommen. Und die Aufgabe war, jedes Bandmitglied soll einen kleinen Song schreiben. Da ist Senior Punk entstanden. Ich glaube, dass dieser Song das Potenzial hat, noch richtig schön zu reifen. Ein bisschen so wie, das ist wahrscheinlich wie so ein Wein. Und werden uns dann in den Armen liegen. Mit 60, mit 70. Auf einem Klavierkonzert. Was ist denn nur mit Rock passiert? Das ist keine interessiert. Er hatte 60 gute Jahre. Es ist doch jammerschade. Er hat so großes Potenzial. Rock ist tot. Irgendwie handeln alle Songs von Gitarrenmusik. Und auf Rock ist tot bin ich gekommen, nachdem ich ein Interview mit Gene Simmons von Kiss gelesen habe, der nämlich gesagt hat, Rock ist tot. Und dachte, ja, stimmt, gutes Thema, Rock ist wirklich tot. Er hatte 60 gute Jahre, aber jetzt tragen wir ihn zu Grabe. Ja, keine Ahnung, natürlich ist Rock nicht tot. Zumindest nicht für mich, aber ich bin ja auch schon alt. Und ich finde, das Wichtige ist ja auch der Spirit. Echter Rock'n'Roll definiert sich halt über was anderes als über Musik. Ich glaube, es passt halt eben auch einfach dazu, dass wir alle älter werden und diese Musik einfach auch schon so f***ing alt ist. Im 21. Jahrhundert geht es um andere Sachen als um Rock. Bis das Grunge-Revival kommt, warten wir zusammen hier. Und bis das Grunge-Revival kommt, spiele ich Klavier. Grunge Revival ist vielleicht ein etwas untypischerer Song für die EP, aber ist trotzdem auch aus mir rausgekommen, so wie alle anderen Songs auch aus mir rausgekommen sind. Und behandelt thematisch natürlich auch unsere Jugend in den 90ern, wo wir mit Gitarrenmusik aufgewachsen sind, wo so unfassbar viele geile Platten erschienen sind, die wir damals rauf und runter gehört haben. Es geht ja auf gar keinen Fall darum, dass früher alles besser war. Früher war nicht alles besser. Aber es war schon eine geile Zeit und die tragen wir alle in unserem Herzen. Und yeah, that's it. Meine EP, 5 Songs. Ich bin echt stolz, dass die Songs endlich raus sind. Dass ihr endlich hören könnt, woran ich so lange gearbeitet habe. Ich freue mich mega auf die Tour. Und die Reise fängt gerade erst an. Hört mal rein. Bis das Grunge Revival kommt. Und bis das Grunge Revival kommt, spiel ich Klavier.